Ich weiß, wie das ist, wenn man als Unternehmer viel Stress hat, immer wieder denkt, das boah, macht irgendwie doch keinen Sinn oder man fühlt sich stark überfordert. Das nimmt dann plötzlich auch Auswirkungen auf deine Partnerschaft, auf deine Kinder, auf deine Mitarbeiter, mit denen du nicht so umgehst, wie du eigentlich umgehen kannst oder gerne umgehen würdest, weil einfach der Stress, der Druck, der auf dir liegt in dieser Situation, dich zu einem Verhalten verändert, der du eigentlich gar nicht bist. Und dann reagierst du in bestimmten Situationen nicht so, wie du eigentlich reagieren würdest, was dann wiederum dazu führt, dass die Performance deiner Mitarbeiter oder auch deine Partnerschaft oder auch deine zwischenmenschlichen Beziehungen in deinem Freundeskreis darunter leiden müssen. Und ein wichtiger Punkt dafür ist die Delegation. Deine Delegation, Arbeit wegzudelegieren. Was bedeutet das und was meine ich damit? Du schaffst es einfach nicht, Mitarbeitern oder Leute reinzuholen in dein Unternehmen, die dir Arbeit abnehmen oder so abnehmen, wie du es gerne hättest. Und möglicherweise hast du es schon mal versucht, aber es hat nicht funktioniert. Und dadurch hast du Misstrauen aufgebaut, weshalb du sagst, ey, ich mache das selber. Oder aber du stellst einen Mitarbeiter ein und du musst ihn immer wieder sagen, wie er es richtig macht. Und er macht das, aber macht es trotzdem falsch. Und das führt dann eben dazu, dass du denkst, du musst alles selber machen. Dass du denkst, alle Last liegt auf deinen Schultern. Und dadurch kommt Stress, dadurch verspannt sich sogar vielleicht dein Nacken sehr stark. Dadurch hast du keine Lust auf Sport, schätzt dich selbst nicht mehr wert, aber ich habe dafür kein Verständnis. Warum? Weil du einfach nicht in der Lage bist, Prozesse zu schaffen, die zu digitalisieren und das ganze Thema in Checklisten mit Videos dann dem Mitarbeiter abzugeben. Was ist daran so schwer? Sich mal einen ganzen Tag hinzusetzen und die Prozesse, die funktionieren, aufzunehmen, zu skripten. Was ist daran so schwer? Das nimmt dir so viel Arbeit ab. Aber du denkst, das ist voll schwer. Das ist voll viel Arbeit und du hast eh schon viel zu tun. Aber genau das ist der Fehlgedanke. Lerne zu delegieren. Wenn du nicht richtig delegierst, vor allem richtig delegierst, wirst du immer in diesem Stresslevel bleiben. Was dazu führt, dass du viel früher Krankheiten bekommst, dass du von deinem Umfeld als emotionslos wahrgenommen wirst und am Ende des Tages stagnieren wirst. Einfach weil du nicht diesen Grundbaustein der digitalisierten Prozessierung, deiner Gedanken, deiner funktionierenden Prozesse, die ja gut sind, die ja funktionieren, weil du nicht schaffst, es aufzusetzen. Mangelnde Selbstfürsorge. Was meine ich damit? Es war lange Zeit bei mir so, dass ich selbst nur noch gearbeitet habe. Ich habe Sport vernachlässigt, ich habe mich schlechter ernährt, ich habe soziale Kontakte stark vernachlässigt und habe mir dann eingeredet, dass wenn ich mal freie Zeit habe an einem Sonntag, ich diese Zeit für mich brauche. Aber irgendwie wurde ich immer unglücklicher. Genau, wenn du in diesen Strudel drin bist oder reinkommst, hast du ein hohes Stresslevel am Ende des Tages und eine mangelnde Selbstfürsorge, ein mangelndes Selbstwert, was dazu führt, dass du am Ende des Tages eine schlechte Unternehmenskultur hast, weil das eine negative Auswirkung hat. Warum? Weil du einfach schlechtere Entscheidungen triffst, weil du nicht im Kopf bei 110% bist und dadurch natürlich auch in deiner Kommunikation mit Mitarbeitern, in Entscheidungsfindungen viel schlechter agierst und dadurch natürlich keine Unternehmenswachstüme hast. Hört man eigentlich dieses Krrr? Nicht? Okay. Ich laufe jetzt weiter. Und dadurch kein Unternehmenswachstum hast. Was ist also die Lösung hier?
baue dir feste Slots ein, in denen du Selbstfürsorge betreibst. Mach es, wenn du einen langen Tag hast, morgens. Melde dich bei zum Beispiel EMS-Studios an. In einer halben Stunde machst du sehr, sehr starkes Training und du bist sofort wieder fitter. Geh abends, setz dir feste Zeitpunkte, wo du eben Zeit mit deinen Liebsten verbringst. Und wichtig ist, nicht, dass du Zeit verbringst, sondern wie du diese Zeit verbringst. Wenn du jetzt zum Beispiel wenig Zeit hast, ich habe auch wenig Zeit, dass du aber die Zeit, die du hast, dann eben richtig verbringst, indem du etwas Besonderes erlebst. Weil es kommt nicht darauf an, wie viel du mit jemandem machst, sondern was du machst, wie die Momente sind und wie stark emotionalisiert du etwas gemacht hast. Zum Beispiel, du gehst mit deinen Kindern, du hast wenig Zeit, und deiner Frau an einem Sonntag in einen Freizeitpark. Mega, was ihr da erlebt. Anstatt jetzt nur mal spazieren zu gehen, was zu essen, zusammen Film zu gucken, zusammen ein Türmchen zu bauen und dann geht's wieder weiter. Mach die Zeit, die du hast, zu besonderen Erlebnissen. Und es fühlt sich ganz anders für euch alle an. Das ist wirklich ein entscheidender Punkt, den ich dir unbedingt empfehle. Und zu sagen, hey, ich bin es wert, ausgeglichen zu sein. Ich bin es wert, dass es auch mir gut geht. Und nur wenn es dir gut geht, wird es auch anderen viel besser gehen. Ich sehe immer wieder Selbstständige, die plötzlich kurzfristige Gewinne machen. Und ey, das ist mega geil, wenn man plötzlich 25, 36, 98, 120.000 Euro überwiesen bekommt auf sein Konto. Die Krux und der größte Fehler, den du jetzt nur machen kannst, ist, dir schnell Luxus zu gönnen, ohne dass dein Business unabhängig von dir läuft. Was meine ich damit? Du hast zwar kurzfristige hohe Geldeingänge und das ist auch geil, aber jetzt denkst du nicht langfristig. Jetzt denkst du nur von hier bis zu dieser Tischtennisplatte, kaufst dir eine teure Uhr, machst geile Reisen, kaufst dir ein neues MacBook, neues Handy, kaufst dir einen Porsche. Und jetzt musst du aber das Fulfillment machen. Und jetzt plötzlich merkst du, hey, ich gewinne, während ich das Fulfillment mache und mich um meine Kunden als Dienstleister kümmern muss, merke ich plötzlich, dass mir das Geld ausgeht und ich keine neuen Kunden dazu gewinne. Einfach, weil du kein Vertriebssystem aufgebaut hast, was dir unabhängig von deiner Zeit neue Kunden gewinnt. Du bist dann in diesem Hamsterrad von, ich muss meine Dienstleistung erbringen und das Geld verdienen. Und das ist, dieses Problem ist viel, viel schlimmer, als wie wenn du gar kein Geld verdient hattest. Und das ist der größte Fehler, den du machen kannst. Wenn du viel Geld verdienst auf einmal, weil du einfach gut verkaufst, eine gute Dienstleistung hast, dann ist dein Stresslevel danach viel höher, wie es vorher war, als du keine Kunden so hattest. Und deswegen sage ich dir, ist die Lösung, parallel deinen Vertrieb aufzubauen, dass das automatisiert unabhängig von dir läuft. Und natürlich auch, dass das Fulfillment unabhängig von dir läuft, dass du dich aus deinem Unternehmen rausziehen kannst, um nur noch am Unternehmen zu arbeiten. Das ist die langfristige Vision. Weißt du warum? Weil dann kannst du dir Luxusgüter einfach so einkaufen, ohne Stress, Burnout, all diese ganzen Probleme zu haben. Oft ist es so, wenn du dann auch schon, ich sag jetzt mal, 10 Mitarbeiter hast, dass du plötzlich unflexibler wirst und dadurch, dass du dich nicht an den Markt anpasst, verlierst du Marktanteile. Kommt plötzlich ein sinkendes Schiff. Warum ist das so? Weil du denkst, dass wenn du dein Angebot, wir nehmen nur mal das Beispiel Angebot, wenn du das anpassen musst, dass das eine Mammutaufgabe ist, dass das sehr viel Arbeit ist, dass wenn du neue Prozesse implementieren musst, dass das sehr, sehr viel Arbeit ist. Aber das denkst du nur, weil du schon viel Zeit und Kraft investiert hast, um die jetzigen Prozesse zu erschaffen. Und deswegen ist dein Glaubenssatz, es ist für mich schwierig,
jetzt wieder neue zu machen, beziehungsweise ich habe gerade andere A-Prioritäten, um das Ganze anzupassen. Aber das ist ein Fehlmindset. Wie lange brauchst du denn, einen Prozess zu implementieren, den neu aufzunehmen, deinen Mitarbeitern mitzuteilen? Ey, das ist mal ein halber Tag. Das ist eine Sprachnachricht an deinen Mitarbeiter, zu sagen, ey, ab jetzt wird XYZ so und so und so gemacht. Bitte mach eine Checkliste, bitte nimm das Ganze auf, damit jeder in Zukunft das auch weiß und lad das in die Online-Academy hoch, interne Academy. Das ist nicht viel Arbeit. Aber du denkst, das ist viel Arbeit. Anstatt sich da einfach mal hinzusetzen und dann einfach die Veränderung zu machen. Weißt du, wenn es viel Arbeit wäre, wenn das Riesenkonzern, wenn du ein Riesenkonzern wärst mit 2, 3, 10.000 Mitarbeitern, aber bei 10 Mitarbeitern, 15, 20, 50, 100 Mitarbeitern, das darf keine Mammutaufgabe sein, weil so verlierst du sehr stark Marktanteile und wenn du vielleicht eine Entscheidung zu schnell triffst, okay, dann passiert es halt, dann ruderst du mal wieder zurück, um dann wieder 2 Schritte nach vorne zu gehen. Aber wichtig ist, sehe Veränderungen, sehe Prozessanpassungen. Sehe zum Beispiel, wenn du dein Angebot verändern willst. Das ist keine Mammutaufgabe. Das ist einfach nur dein Mindset, was dich blockiert und dadurch dir Marktanteile, dir weniger Marktanteile gibt. Und am Ende des Tages, guck mal, je mehr Marktanteile du hast, desto mehr Experten kannst du wiederum einkaufen, bezahlen, die sich dann darum kümmern. Ja, das ist am Ende des Tages alles Mindset. Eine große Auswirkung noch zusätzlich ist auch deine Wettbewerbsfähigkeit. Weil dein Wettbewerb kann das. Dein Wettbewerb ist schnell. Dein Wettbewerb ist agil. Dein Wettbewerb ist da. Und ich sag dir was. Wenn du nicht jeden Tag Vollgas gibst, wunder dich nicht, dass du irgendwann vom Markt verdrängt wirst. Wunder dich nicht, dass du Stress hast. Wunder dich nicht, dass du da bist, wo du bist. Wunder dich nicht. Und das ist die Auswirkung dann. Du verlierst deinen Markt, du musst Mitarbeiter kündigen, du kannst, plötzlich wird die Liquidität eng, plötzlich kommt Vorauszahlung vom Finanzamt. Du kennst doch selber die Schmerzen, ich muss sie dir nicht nennen. Und dass du es dann mit nach Hause nimmst, dass du dich selbst dann gehen lässt, diese Negativspirale, dann sehen auf einmal, das Schlimmste ist, wenn dich dann alte Bekannte sehen, und zu dir dann sagen, ey, wie, boah, krass, du hast dich ja voll verändert. Oder die wollen es dir nicht mal sagen. Aber trotzdem merkst du, dass die sehen, dass du dich verändert hast zum Negativen. Und das ist ganz, ganz schlimm. Am Ende des Tages sind es deine Glaubenssätze, die darüber entscheiden, wie es dir geht. Ich habe Menschen kennengelernt, die nach außen sehr erfolgreich aussahen, aber innerlich völlig unglücklich war. Ich habe Menschen kennengelernt, die nach außen sehr erfolgreich aussehen und auch innerlich sehr, sehr glücklich sind. Woran liegt das? An den Glaubenssätzen, an deinen Verhaltensweisen, an deinen Konditionierungen. Wenn du als Kind enttäuscht wurdest, dann hast du Vertrauensängste. Diese Vertrauensängste spiegeln sich wieder auf deine Mitarbeiter. Das spiegelt sich wiederum wieder in deinen Unternehmenserfolg. Aber das Schlimme ist, die meisten Glaubenssätze kennen wir gar nicht. Du brauchst hier einen Mentor. Du brauchst hier jemanden externen, der sich dem Ganzen annimmt, dass du dich auch öffnen kannst. Und es gibt bestimmte Techniken, wie du diese Verhaltensweisen in dir, die du selbst gar nicht kennst, aber du weißt, in mir steckt mehr Potenzial. Ich kann mehr, aber ich weiß nicht, warum ich das nicht alles rauslassen kann. Wie du das lösen kannst, wie du diesen Knoten platzen lassen kannst. Und genau das machen wir beim Duru Sales Day. Ich weiß, es heißt Sales, aber was viele vergessen ist, dass Sales viel mit Mindset zu tun hat. Wenn du an Sales, Sales, Sales denkst, aber nicht weißt, dass Mindset ein riesen Baustein von Sales ist, von Unternehmertum ist, der hat Unternehmertum noch nicht verstanden.
Und genau deswegen, weil ich das weiß, arbeiten wir auch sehr, sehr stark intrinsisch, tiefgehend an deinen Verhaltensweisen beim Guru Sales Day. Deswegen empfehle ich dir, wenn du sagst, hey, ich habe mehr Potenzial, ich weiß nicht, wie ich es mehr besser entfalten kann, wenn du diese Stresssituation, was sich auch auf dein Unternehmen auswirkt, auch hast, dann empfehle ich dir auf jeden Fall, dahin zu kommen. Wir haben aktuell jetzt noch für den nächsten Guru Sales Day 17 Tickets, jetzt gerade, wo ich dieses Video aufnehme. Wenn der Link unten in der Beschreibung noch funktioniert, dann kannst du dir noch ein Ticket sichern. Wie geht es danach weiter? Du investierst 97 Euro netto, bekommst von uns dann nochmal eine E-Mail mit allen wichtigen Infos und auch nochmal einen Anruf von unserem Support-Team. Gib 110%, gib Vollgas, dein Luca.